kaufen einfach das Auto für das schmalste Budget, was wir finden können. Heute. Also man sieht, lackmäßig im Top-Zustand. Checkheft komplett verlegt, ne? Haben wir unser Projektauto für 2.500 Euro. Weil wir gerade dabei waren, was brauchen wir alles für einen T6-Umbau, ne? Getriebe aus dem T5 Facelift, aus dem 2-Liter Diesel, 140 PS, in der Version 6-Gang. Rein theoretisch würden mir diese 84 PS auch reichen, aber es ist schon... Eigentlich hat er das jetzt wirklich gesagt? Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir einen T5 gekauft. Einen Bus eigentlich machen und wie viel Geld muss man ausgeben, ne? Ich habe die Firma Mechanics Deluxe dazu beauftragt, mir da einen Newton rauszusuchen für einen schmalen Taler, weil das so ein bisschen ein Low-Budget-Projekt werden soll. Video dazu verlinke ich mal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, was wir da generell so ein bisschen mit vorhaben, haben wir dort erklärt. Christian kennt ihr schon von der Firma Mechanics. Du bist jetzt von der Firma SMT. Kannst du dich trotzdem noch einmal ganz kurz vorstellen? Genau, ich bin der Danny, selbstständig mit der Firma SMT, mach ganz viel Motorsportbereich, auch ganz normale Fahrzeuge, Motocross, Dieseltuning. Und. Um Dieseltuning geht es ja auch heute so ein bisschen. Genau. Wir haben in dem letzten Video hier auf 6-Gang umgebaut. Das Video dazu verlinke ich einfach nochmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Da sind wir auf alles komplett eingegangen, was wir so brauchen. Sprit sparen, alles Mögliche. Zieh es dir einfach rein, wenn du daran Interesse hast. Heute soll es, wie gesagt, darum gehen, dass wir hier bei der 84 PS Basis T5 1,9 Liter ja, ein bisschen Leistung rausholen wollen. Und das besprechen wir jetzt mal so ein bisschen, was wir genau alles brauchen. Du hast hier unten schon so ein paar Sachen quasi hingelegt. Genau. Erzähl mal ein bisschen. Genau. Hier haben wir einmal Einspritzelemente, Pumpe-Düse-Elemente nennt sich das. Die in dem Motor hier verbaut sind, sind natürlich deutlich kleiner. Da werden wir einfach aufrüsten auf größere, die passen da Plug and Play rein, ist halt auch kostengünstig. Und dann habe ich hier nochmal einmal ein, naja, ich sag mal, von meinem Viertelmeile-Projekt ein Motorsportlader sozusagen. Und dann jetzt nachher der Lader, der bei dir nachher einziehen wird. Und was ist das für ein Lader, beziehungsweise aus welchem Auto stammt der eigentlich? Die Basis ist Golf 4 oder auch Skoda und sowas alles mit dem 1.9er TDI ARL-Motorcode, 150 PS. Das ist immer sehr kostengünstig, sage ich jetzt mal. Da kann man auch einen neuen Lader kaufen, ohne dass man für 2.000, 3.000 Euro oder 1.500 Euro irgendwo einen gemachten Lader kaufen muss. Und wir bedienen uns quasi alles aus der VAG-Palette, ne? Genau. Wie gesagt, die Motoren mit 150 PS, die kriegt man mit relativ wenig Geld und Aufwand auf so 180 bis 200 PS, worauf wir uns ja geeinigt haben. Mhm. Genau. Die 180 PS machen wir deswegen, wir hatten ja in dem allerersten Video von uns, hatten wir gesagt, dass so 300 PS wären rein theoretisch möglich, ohne dass wir den Motor dafür aufmachen müssten. Aber das macht für mich gar keinen Sinn. Also natürlich wird sich mein Fuß darüber freuen, aber es macht halt keinen Sinn. Ich möchte, dass das muss zuverlässig sein. Das Auto muss im Trailerbetrieb einfach funktionieren. Und bis 180 PS, wir reden von 84 PS Basis, sind die Teile auch noch so im Rahmen von der finanziellen Belastbarkeit her. Ja, alles darüber hinaus wäre dann einfach auch wieder so ein bisschen teurer, ne? Genau, da wird's nachher, für ein paar PS. Geht's nachher richtig ins, ja, ein paar PS, also da, wie gesagt, 100 PS mehr geht auch, damit es aber richtig teuer, weil die Hardware, großer Lader, große Düsen, Kupplung, Einmassenschwunggrad, Sinterkupplung und, das sind dann nachher alles, das summiert sich ganz schnell auf und dann ist man dabei ganz, ganz viel Geld. Mhm. Das ist halt beim Benziner ja auch so. Ne? Möchtest du ein bisschen Leistung haben, das geht immer relativ kostengünstig. Möchtest du aber viel, kostet das dann natürlich auch viel. Mhm. Da gibt es da irgendwie einen Vorteil, weil es gibt ja irgendwie Pumpe, Düse und was gibt es da noch? Früher gab es immer Verteilereinspritzpumpe. Das war dann halt immer so, hat man die Hochdruckpumpe gehabt, dann Leitung, dann auf die Düse und das wurde über die Verteilereinspritzpumpe genau vorgeschrieben, wann da eingespritzt wird. Da ist man mit diesen Pumpe-Düse-Elementen, wie es hier verbaut ist, ist man da, hat man mehr Freiheiten, kann man größere Düsen machen, kann man genauer ansteuern. Da geht halt viel, viel mehr mit. Und das sind jetzt nicht die aktuell drin sind, sondern das sind jetzt halt schon eine Nummer größer.
Genau. Wenn du jetzt sagen müsstest, sind die anderthalb mal so, ich weiß nicht, kann man das so sagen, anderthalb mal, zweimal, zehnmal? Ich weiß jetzt nicht ganz genau in diesem 84 PS, welche genau da drin sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Die sind auf jeden Fall deutlich kleiner. Die im ASZ und ARL, so wie sie da jetzt liegen, das sind die Größen, die werden immer ausgeschrieben als 550er Düsen und damit geht eigentlich mit am meisten. Alles, was näher drüber an Leistung geht, dann müssen diese Elemente bearbeitet werden. Mhm. Okay. Das heißt, da wird es dann auch wieder richtig teuer laufen. Genau, genau. Und wir hatten ja so als Maßgabe, hattest du ja gesagt, dass wir, oder hatten wir generell für unser Projekt, dass wir so Low Budget steht da ganz oben drüber. Genau. Wir alle wissen aus unseren Projekten, dass dieses Low Budget auch mal ganz schnell nach hinten losgeht. Das ist ja das Gute, dass wir ein bisschen größeres Team sind. Ja. Und dass wir uns alle zusammengesetzt haben und uns halt Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das möglichst kostengünstig bewerkstelligt. Und wir wollen natürlich dem Zuschauer ja auch einen Mehrwert irgendwie schaffen. Und ich denke einfach, wenn man jetzt Lader nimmt, die aus der originalen VHG-Palette sind, beziehungsweise Pumpe-Düse-Elemente und sowas, dass das dann auch für den einzelnen Zuschauer einfacher zu reproduzieren ist, als jetzt irgendwie spezielle Motorsportteile, die Schilfi jetzt verwendet auf einer Viertelmeile oder so. Mhm. Okay, das heißt, wenn ich jetzt den Motor zu dir bringe, was würdest du dann jetzt als erstes machen? Als erstes habe ich für mich, werde ich den Motor trotzdem einmal sicherheitshalber aufmachen. Okay. Ich werde einmal den Zylinderkopf runternehmen, weil ich keiner, glaube ich, weiß genau, wie viel der Motor wirklich gelaufen hat. Ja, auf dem Tacho steht ja meistens was drauf. Ja, aber das kennt ihr ja von den Autohändlern. Ich möchte jetzt meinem Freund Chris aber nicht zu nahe treten, aber prinzipiell heißt es ja immer erste Hand und Kilometer nach Wunsch. Deswegen denke ich, dass das schon das Richtige ist, dass wir das Ding einmal aufmachen. Einmal Zylinderkopf runter, dann können wir uns das alles mal angucken. Dann kann ich vielleicht an den Kolben vielleicht auch noch ein, zwei kleine Sachen bearbeiten, so wie ich das bei meinen Autos gemacht habe, dass es alles noch ein bisschen standfester ist und ein bisschen besser funktioniert. Dann nehmen wir die dickste Original, also halt alles aus dem Zubehör oder Originalteileprogramm, alles normale Teile, eine Kopfdichtung. Und es gibt nämlich zum Beispiel auch noch, die Motoren sind, die Zylinderkopfschrauben haben eine Zugfestigkeit von, glaube ich, 10,9. So, und dann gibt es aber noch im ARL zum Beispiel, die haben eine 12,9. Das heißt, wenn wir da ein bisschen mehr Ladedruck und ein bisschen mehr Leistung fahren wollen, dass der Zylinderkopf auch unten bleibt und alles, dass da auch nichts weiter passieren kann. Okay, und nachdem du ihn dann geöffnet hast und wieder zugemacht hast? Dann kommt einmal nachher der größere Lader rauf. Das können wir hier vielleicht auch mal gerne mal einmal ganz kurz zeigen. So, das sind 180 PS jetzt. Nee, 150 PS. Genau, das sieht man dann mal hier, wie das da drin aussieht. Und dann der kleine Originale, das wird nachher schon einen großen Unterschied machen. Mhm. Natürlich machen wir auch Zahn- und Wasserpumpe. Kommt natürlich auch alles neu, dass einmal alles frisch ist. Und ja, dann kommen die großen Düsen mit rein. Das muss alles eingestellt werden und vermessen werden. Und dann bauen wir noch eine vernünftige Ansaugung für den Motor und eine vernünftige Ladeluftverrohrung. Und wie ich gehört habe, soll da wohl auch ein Wagner-Ladeluftkühler einziehen. Ja, oder ich weiß nicht, baut ihr generell sonst auch Ladeluftkühler selber? Genau, da würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was sich so anbietet. Wenn der Motor drinnen hängt, dann gucken wir einfach, was am meisten Sinn macht. In der Regel bei der Doka zum Beispiel, die kennt ja der eine oder andere schon vielleicht von YouTube, haben wir das auch alles selber gebaut und denke, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Mhm. Da ist halt auch wieder so ein Kostenfaktor halt, da muss man halt gucken, was kostet einen so ein Netz, was kosten einen die zwei Stunden da zwei Bögen ranschweißen. Das gucken wir mal, wenn es soweit ist. Genau. Ansonsten, wenn Schilfi dann den Motor soweit durch ist, ich würde vorschlagen, wenn wir den Motor zu dir bringen, Danny, dann machen wir immer noch mal, dass wir die ganzen Motorhalter auch alle nochmal abnehmen, alle nochmal zur Strahlkunst hin, dass wir das alles nochmal schön strahlen. Ja, weil das wird nachher auf jeden Fall, wenn das Ding zusammengebaut ist, nochmal richtig ein Zuckerli werden. Dann. Ja, mhm. Das soll ja auch einmal vernünftig sein. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist eine originale Ansaugung von einem ASZ oder beziehungsweise ARL-Motor. Wir versuchen uns natürlich auch so viel wie möglich an den originalen Teilen zu bedienen und nicht immer alles nur Hardcore, Motorsport oder irgendwas. Weil es ist halt, dass ich zwischengrätsche, ja, wir wollen ja natürlich auch, dass das Ding hinterher wieder alles vernünftig mit TÜV eintragen. Genau. Und so weiter, weil ich auch ein paar Polizisten als Freunde habe. Also, die gucken halt die Videos und
Nein, also das muss das, halt alles. Nein, das soll sich auch schon, das soll sich auch alles schon im normalen Rahmen alles bewegen. Ja. Also das soll wieder ganz normal Straßen zugelassen, alles TÜV, AU. Ne? Das soll natürlich nicht heißen, wenn es einen oder einen Zuschauer gibt, der unbedingt eine Dieselrakete haben will, dass er nicht zu Danny kommen kann und sagen kann, Mensch, ich habe Bock, mit meinem Fabia mal mit 350 PS oder 300 PS über die Viertelmeile zu fahren. Das ist natürlich möglich, aber hier in dem speziellen Projekt geht es ja darum, was Straßentaugliches zu bauen. Ne? Genau. Klar ist es vielleicht, ist Danny da vielleicht ein bisschen unterfordert, aber auch da wollen wir ihn ein bisschen fordern, auch mal normale Sachen zu bauen oder halbwegs normale. Und von daher denke ich, dass es auf jeden Fall cool wird. Denke ich auch. Und diese 180 PS, hast du oder gibt es einen eigenen Prüfstand? Das machen wir, werde ich mit meinem Abstimmer machen aus Wismar, mit der Firma STT. Mhm. Der hat einen Radnabenprüfstand. Der macht alle meine Autos oder wenn ich irgendwelche Softwareoptimierungen habe oder wo Kunden kommen. Ich selber kann es leider nicht, deswegen arbeite ich da sehr eng mit ihm zusammen und auch gut zusammen. Ne? Also das funktioniert immer schon. Das heißt, dann werden wir da bestimmt dann auch wieder dabei sein mit der Kamera, dass ich euch das alles zeige. Gibt es jetzt sonst noch... Achso, das ist jetzt mein Step. Jetzt habe ich meine Frage, was wäre, wenn ich auf 300 PS wollen würde? 300 PS, also wir haben hier noch ein Lader liegen, mit dem bin ich jetzt gerade gefahren auf der Viertelmeile. Da waren wir jetzt bei 270 PS, hat der Laderbauer mir angegeben so. Die hat er auch geschafft. Und nun mal so als kleinen Vergleich dazu. Da ich das mein Auto immer noch so gebaut habe, dass eine originale Motorabdeckung drauf passt, wer es natürlich jetzt nicht mehr auf der Straße fährt. Wie gesagt, dass man auch einmal im Querschnitt das originale Ansaugrohr, womit ich auch 260, 270 PS gefahren bin. Und jetzt die große Variante, was natürlich auch, was bei uns was ich im Haus mit einem Kumpel immer fertige und schweiß, wo der auch immer richtig Bock auf Dieseltuning hat. Muss man dazu sagen. Das ist alles so ein bisschen gestört, was das Ganze angeht. Das ist dann die andere Nummer. Aber rein theoretisch sind alle Teile, die wir verbauen, bis auf den Lader und eventuell die Ansaugung, identisch. Relativ, ja. Da geht es ja nachher auch darum, guck mal, ich glaube, andere Nockenwellen hast du auch auf dem anderen drauf. Ich habe bei mir noch andere Nockenwellen, wesentlich größere Düsen, jetzt einen wesentlich größeren Lader. Sag mal eine Hausnummer, ist ja auch für die Zuschauer interessant, was kosten 4 PDEs ungefähr? 4 PDEs in groß, je nachdem, welche Leistung man nachher so anstrebt, kostet das mal 1.600, 1.500 Euro, vernünftig gemachte. Mhm. Es gibt auch viele, wo man zum Beispiel nur hier unten diese kleine Düse, die kann man auswechseln. Die kriegt man auch auf eBay zu kaufen für 50, 60 Euro. Aber auch diese Elemente, die müssen eingestellt werden und vermessen werden, wie viel Kraftstoff da durchgeht und alles. Und das braucht der Mensch, der die Software schreibt, der braucht diese ganzen Infos auch. Und das beim Diesel ist halt das A und O, die Einspritzdüsen und der Turbolader und alles. Da kann man nicht drauf hoffen, dass das einfach nur irgendwas zusammenbauen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Das klappt nicht. Mhm. Nächster Punkt, hat der Motor die Leistung? Hat er 300 PS? Muss er irgendwie ans Getriebe übertragen werden? Also braucht man wieder eine Kupplung. Und ich weiß nicht, die Kupplung kostet meines Erachtens, glaube ich, auch eine Menge Asche. Ja, ich habe zum Beispiel bei mir drin aus dem Benziner 1.8er T, da ist jetzt eine Sinterpad-Kupplung drin, eine 8-Scheiben-Kupplung. Die kann bis 750 Newtonmeter, aber die kostet nur diese Kupplungsscheibe kostet allein schon, glaube ich, 600 Euro original. Mhm. Ne? Und auspuffmäßig muss man dann auch immer größer gehen und alles. Also und bei meinem Step jetzt von 84 PS Basis auf ungefähr 180. Ja. Wo befinden wir uns da grob? Immer natürlich vorausgesetzt, wie günstig man die Teile bekommt. Aber dass man mal so eine kleine Hausnummer hat. Je nachdem, wir müssen uns hier bei dem Motor auf jeden Fall auch noch die Nockenwelle angucken. Das ist leider auch immer noch so ein kleines Problem. Das kommt immer ganz darauf an, ob die Nockenwelle eingelaufen ist oder nicht. Und wenn wir schon so einen Aufwand machen, muss das halt auch geguckt werden. Ich sag mal so, einen AAL-Lader kriegt man für 850, 900 Euro im Guten. Mhm. Pumpdüse-Elemente kann man sich neu, sind die auch immer nicht ganz günstig, aber da kann man auch regenerierte kaufen vom ASZ oder AL. Da bist du ungefähr, ich denke mal, 600, 700 Euro. Also ich sag mal, Teile bist du grob 2.500 Euro.
Hätte ich auch geschätzt, tatsächlich ungefähr. Ne? So, und dann hat man aber ziemlich viel regenerierte oder neue Teile drin und dann ist man auch sehr sicher. Ja, was wollen wir noch loswerden, Danny? Eigentlich hast du alles gesagt, was dein Diesel-Thema ist. Es ist ja wahrscheinlich jetzt, so finde ich jetzt, als mehr oder weniger Außenstehender von diesem Motorthema, ja eigentlich recht wenig, was wir da nehmen müssen, finde ich jetzt so. Ne? Ja. Also wir haben einmal die PDEs, den Lader, ein bisschen Ladedruckverrohrung, Software natürlich auch wichtig, das ist ja auch so, dass eigentlich das, dieses, wie sagt man, dieses gläserne Glied, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, ja. Dazu können wir ja dann nochmal eingehen, wenn wir das Video machen auf dem Prüfstand. Ansonsten finde ich einfach, ich feiere das auf jeden Fall hart, das Projekt, weil wenn man auch mal so guckt, so ein 1.9er, René kann ja auch mal kurz rumfilmen, da ist ja auch eigentlich nicht viel dran. Nee. Ne? Also ich sag mal, wenn man auch als viele von euch, die jetzt vielleicht gucken, die sagen sich ja auch, Mensch, oh ja, Tuning und hier und dies. Also wenn man so den Motor sieht, als Beispiel mal, Lichtmaschine ist kaputt, ne? Wenn man mal sieht, wie schön man da rankommt. Ich kann ja noch mal kurz, du kannst ja von oben mal rauffilmen. So, dann machst du mal kurz einen Break, ich hol mal schnell was. So, bei den meisten Motoren, was man so sieht, sieht man das hier, ne? Also irgendwie eine Abdeckung und noch eine Abdeckung und noch eine Abdeckung. Und bei dem Motor finde ich einfach cool, du guckst rein und siehst original einfach mal fast alles. Ne? Was also auch für den ambitionierten Hobbyschrauber irgendwie eine coole Nummer ist, weil man viel alleine machen kann. Und deswegen finde ich auch, es gibt ja jetzt gerade diesen Hype auch auf Do-It-Yourself-Umbauten so als Camper und so weiter. Mhm. Und ich finde einfach, dass das so das prädestinierte Fahrzeug-Motor-Kombination ist, die sich dafür eigentlich am besten eignet. Ja. Ne? Ja. Also klar, wenn jetzt jeder anfängt an den Lader und sowas, das will ich damit nicht sagen. Aber so an sich, man kann ja auch 84 PS fahren. Man muss ja nicht unbedingt da jetzt unbedingt an der Leistung was rumkurbeln. Aber es ist auf jeden Fall auch für viele hier möglich, mal einen Kalrippenriemen zu wechseln und so weiter und so fort. Also ist eigentlich auch gut handelbar so für den ambitionierten Hobbyschrauber. Ich muss dazu einmal kurz sagen, nochmal, falls das nicht so rübergekommen ist, rein theoretisch würden mir diese 84 PS auch reichen, aber es ist schon... Hat er das jetzt wirklich gesagt? Eigentlich doch nicht. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass wir das Ding, das hier... Sorry, vorausgebracht. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das Ding ja auch im Trailerbetrieb nutzen möchte und wenn du dann doch mal einen LKW überholen willst, weil du einen Trailer hast mit 100er Zulassung, dann ist ein bisschen mehr Dampf halt schon schön und deswegen reicht mir dann auch diese 180 PS Variante, weil es sich erstens im Rahmen hält, was dieses ganze Projekt ja eigentlich, wobei wenn ich euch sage, was da noch so mit passiert, dann werdet ihr wieder vom Glauben abfallen. Aber dazu in den nächsten Videos auf jeden Fall mehr. Soll ja ein Low-Budget-Projekt sein. Und deswegen nehmen wir diese 180 PS-Variante. Ja, genau, man könnte da auch eine 100 PS-Variante draus machen, indem man einfach ein bisschen mehr Ladedruck, ein bisschen weniger Ladedruck auf den großen Lader gibt. Aber wenn man dann schon kann, warum dann auch nicht machen? Genau. Und man muss es auch so sehen, hat der Motor mehr Kraft, ne? Muss er sich weniger anstrengen, um dieses Auto trotzdem zu beschleunigen. Genau. Ne? Und ich sag mal, verbrauchsmäßig wird sich da nichts ändern, vielleicht sogar noch eher ein bisschen weniger, weil der Motor sich weniger anstrengen muss. Verbrauchsmäßig, was denkst du, wenn man bei normaler Fahrweise, ganz normal im Verkehr mitschwimmt, wo liegt man dann so oder könnte man so liegen? Also ich habe das, mein Fabia bin ich auch sehr lange auf der Straße gefahren, auch mit einer guten Leistung und da war ich bei 180 Umdrehungen, bei 180 km/h, 3000 Umdrehungen, 6er Gang, auf der Autobahn bei 5,5 Liter. Wie gesagt, das ist ein Fabia, mit dem Bus wird es natürlich ein bisschen mehr, aber ich denke mal so 7,5 oder so wirst du dich da irgendwie einpegeln. Ja, shit, das ist cool. Es ist halt so eine Frage letzten Endes, was wird da noch passieren im Innenraum? Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Genau. Sicherlich wird das aber auch ja ein bisschen was wiegen. Und so ein T5 mal so als Vergleich. Wir sind früher ja alle so ein 2,5er gefahren, so ein 5-Zylinder-Alu. Motor, die hatten 131 oder 174 PS original gehabt. Sind wir natürlich auch original gefahren, logisch. Nicht. Und die hatten, das war sehr unterschiedlich. Also ich weiß, die Automatikdinger, die haben mindestens immer 12 genommen. Ja, also Philips seiner nimmt so 13 bei normaler Fahrweise. Ja. Das ist ja schon so ein 2 Liter, aber die 2,5er hatten immer so 12 Liter. Die 131er waren, 2,5er waren immer so bei 10. So, und die 2 Liter, ich fahre ja selber so einen 180 PS Biturbo, muss ich gestehen. Der
bewegt sich auch immer so. Der ist auch DSG, dann auch noch 4Motion. Ja. Genau, 4Motion. Ich habe zum Beispiel ja keine Doppelschiebetür, wie bei jetzt in dem Beispiel von Philipp. Genau, also das ist sehr unterschiedlich. Ne? Aber ich würde mal sagen, also muss ich denn die beipflichten? Ich würde auch sagen, so 8,5 Liter sollten eigentlich drin sein. Ne? Mhm. Wir haben ja jetzt auch überlegt, Felgen habe ich ja jetzt schon besorgt. Da haben wir uns ja aus dem VW-Regal bedient. Bin ich eigentlich felgenmäßig auch immer ein totaler Freund von. Haben wir jetzt vom Touareg welche genommen. Mhm. Ja, und das sind 19 Zoll, die sind jetzt auch nicht allzu breit. Ich glaube 9x19 ist das. Muss man mal gucken, ne? Also das, man braucht jetzt nicht sagen, das ist irgendwo 8 Liter. Nein, und du fährst nachher 21 Zoll drauf, logischerweise 15 Liter. Ja, ja. Aber wir haben jetzt einen Kompromiss genommen. Wir haben nicht 21 Zoll, wir haben nicht 18 Zoll, wir haben jetzt 19 Zoll Felge genommen. Und deswegen würde ich schon sagen, bei moderater Fahrweise könnten wir da so 8,5 Liter auf jeden Fall. Und was halt noch dazu kommt, womit auch noch gar keiner so wirklich Erfahrung hat, mit dem Sechsganggetriebe. Genau. Das, ist ja das noch, spielt ja auch nochmal wieder mit rein. Genau. Das senkt ja nochmal wieder die Drehzahl und. Ja. Ja, wir werden sehen. Okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal zum Thema Dieseltuning. Danke, dass du hierher gekommen bist, dass wir das dem Zuschauer einmal zeigen konnten. Wenn ihr Bock habt oder wenn du Bock hast, das Camper-Projekt so ein bisschen weiter zu verfolgen, lass gerne ein Abo da. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.